Es ist Mary Poppins Tasche. Ich sag's euch, es wird überhaupt nicht leerer. Hallo in der neuen Woche. Der Frühling ist ausgebrochen, die Sonne ist da, der Himmel ist blau und ich genieße die Sonne am Küchenfenster. Es ist einfach so ultra nervig, dass die Brille ständig so spiegelt, wenn ich irgendwie was aufnehme. Wenn ich zum Licht stehe, wenn ich gegen das Licht stehe, ist natürlich die Aufnahme irgendwie kacke. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ich weiß halt eben, wie gesagt, auch nicht wegen dem fehlenden Klappdisplay, wie ich die Kamera am besten halte, damit die Brille nicht so spiegelt. Ich teste einfach mal wild durch die Gegend und irgendeine Position wird dann passen, die muss ich mir dann nur merken. Und ja, dann wird es hoffentlich auch ohne die spiegelnde Brille irgendwann weitergehen. Es ist einfach so schön hier in der Sonne. Und es ist Sonnenbrillenzeit. Ich freue mich so sehr auf den Frühling, das wird super. Und dann endlich wieder mit Fred unterwegs sein. Da habe ich richtig Bock drauf. Wenn ich vorankomme, habe ich mir erlaubt, Sie in diesem Fall zu kontaktieren. Wir von der Polizei Kleinborstelheim haben natürlich schon einige Vorarbeit geleistet. Und so, nachdem uns der Kommissar gerade angerufen hat, kann es jetzt losgehen. Wir können die Fallakte öffnen. Und wir müssen herausfinden, ich sag's euch, wo findet ein geheimes Treffen statt? Wer ist der die geheime Auftraggeberin? Was hat es mit dem Fundstück in der Vitrine auf sich? Wer hat das Diadem der Madonna gestohlen? Los geht's. Okay, schon alles raus. Ah, ja, alles da. Genau, hier steht nochmal, was man machen muss. Die Akte enthält folgende Materialien. Ein Ermittlungsposter. Das ist einfach der geilste Ort überhaupt. Willkommen in Großborstelheim. Liebe Privatdetektive, vielen Dank, dass ich mich an Sie wenden darf. Ich hoffe, dass Sie mich dabei unterstützen können, das Verschwinden des Diadems der Madonna aufzuklären. Nur falls kurzfristig abgesagt wurde, die Polizei ermittelt. Bei der wöchentlichen Ziehung der Lottozahlen am Mittwoch steht eine Rekordsumme im Jackpot in... Dann. Ja, abgelehnt. Abgelehnt. Ja. So. Gut, vielleicht hat es noch irgendwas... Bunte dann. Kunst ist natürlich auch nicht... Das Diadem. Ja, passt ja. Nicht so richtig thematisch. Passt. Genau, Thema. Protokoll des Verhörs mit Herrn Jan Olsen. Anwesend sind Kommissar Gottlieb Hanke und Herr Jan Olsen. Herr Olsen, Sie arbeiten... Endlich können wir den Umschlag aufmachen. Wo ist denn das mit dem Panzerknacker? Ne? Die Grätsche machen, sterben, den Geist aufgeben, kaputt gehen. Deutsches Sprichwörterlexikon. Ein alter Hut. Eidert da aus. Farbe bekennen, falscher 50er. Falscher 50er, ein unaufrichtiger Mensch. Ja. Das muss so gegen 1.20 Uhr gewesen sein, ja. Um diese Uhrzeit bin ich ungefähr vom Hotel aus losgegangen. Also, 17.05.18, das ist ja lange davor. In Hartlanden bei Großborstelheim wurde am gestrigen Abend ein Krimineller überführt. Da. Ja. Das ist alles der Typ, genau. Der die heiraten will. Ja, aber welcher? Warte. Die durchsteht irgendwas. Denk an die Notizen, die du dir aufgeschrieben hast und nutze sie. Ich trage keine Brille, habe keinen Bart und grau-weiße Haare. Und ich muss sagen, Sie haben wieder ganze Arbeit geleistet. Guten Morgen, nennt mich Sherlock. Also wir haben den Fall gestern auf jeden Fall gelöst. Hallo, ich fahre jetzt zum Pferd. Das Wetter ist leider nicht mehr so geil, deshalb beeile ich mich jetzt, bevor es dann auch wirklich anfängt zu regnen. Und davor schleppe ich aber noch mein Bettzeug ins Auto, weil ich möchte ja gerne nächstes Wochenende ankämpfen. So, das muss ich jetzt irgendwie ins Auto packen.
Hey, super Timing. Es fängt schon an zu regnen. Großartig. Aber ich habe es noch geschafft und habe meine Bettwäsche trocken ins Auto bekommen. Und das sieht jetzt so aus. Jetzt muss ich dann nur noch hier meine Decke drüber machen. Und schon ist die Bettwäsche verschwunden. Klappt nicht so richtig geil mit einer Hand. Ich mache mal schnell aus und zeige euch gleich, wie es aussieht. So, ready. Hier unten muss ich dann auch noch meine Boxen wieder reinräumen, aber da muss ich erst noch ein bisschen sortieren. Aber die Bettwäsche ist schon da. Ready, es kann losgehen. Guten Morgen am Dienstag. Ich habe heute frei und ich werde mich heute einer Monster-Challenge stellen. Ich werde mein Kämmerchen aufräumen, mit euch zusammen, denn alleine macht es gar keinen Spaß, deshalb nehme ich euch mit. Ich habe keinen Keller, aber ich habe ein Kämmerchen und das nutze ich auch als Garderobe und aktuell stehen da auch die Kisten von Fred drin. Es ist super messy, es ist richtig viel Arbeit und da machen wir uns jetzt ran. Der Ort des Grauens. Den Pulli ausgezogen, aber es ist auf jeden Fall schon viel mehr Platz. Also wenn man so guckt, wenn man hochguckt, ist nicht gut. Aber es wird. Es wird. Es wird. Es wird. Das Schlimme ist ja, ich räume es jetzt alles raus. Ich muss das ja auch alles durchgucken und dann überlegen, was ich wieder reinräume. Katastrophe. Ich weiß auch gar nicht, ob er mich versteht ohne Mikro. Wenn nicht, muss ich es halt dann nachvertonen. Achtung, habt ihr schon mal so schönes Toilettenpapier gesehen? Ah, das ist gar nicht das mit den... Doch, das ist das mit den Bullis, aber man sieht gerade keinen Bulli. Beautiful, oder? Doch, da ist eine. Das ist auch viel zu schade für den Poppes, oder? Aber natürlich werde ich es jetzt mal benutzen, weil es steht halt im Kämmerchen rum. Ja. Ich verteile das Chaos jetzt auf zwei Räume. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Und ich dachte, es sieht aus, als hätte ich einen Plan, wenn ich mal dorthin laufe, mal dorthin, mal dorthin. Ich habe keinen Plan. Aber ich habe einen riesengroßen Drucker. Brauche ich mir einen Regenschirm? Ich habe ein paar zu viele. Okay, die Kamera ist jetzt soweit fertig. Ich habe natürlich die Kisten und so jetzt erstmal rausgelassen, um euch das Ergebnis zu zeigen. Aber die Fredkisten und so müssen dann erstmal wieder rein. Deshalb wird es noch mal ein bisschen schlimmer, aber gerade sieht es echt schön aus, finde ich. So, alles drin. Garderobe, Leiter, Staubsauger, der Wäscheständer fehlt noch, aber der kommt noch. Und hier oben ist auf jeden Fall auch viel mehr Luft als vorher. Schön! Ich bin begeistert! Aufgabe für heute abgeschlossen. Jetzt beginnt der schöne Teil des Tages. Also gleich. Wenn ich den ganzen Schrott, der hier noch rumsteht, der jetzt nicht mehr da drin ist,
irgendwie entsorgt habe oder ein anderes Plätzchen dafür gefunden habe. Wir werden sehen. Guten Morgen! Ich mache jetzt noch ein bisschen Wäsche und dann gehe ich zu einer Freundin zum Frühstück. Ich bin leider viel zu früh aufgewacht. Ausschlafen hat nicht so gut geklappt. Es ist erst 8. Frühstück gibt es um 9:30. Deshalb nutze ich die Zeit sinnvoll. Ich habe schon gespült und jetzt mache ich noch schnell die Wäsche. Yay! Hallöchen, ich war jetzt zum Frühstück bei meiner Freundin. Jetzt ist das Wetter so schön und es ist so warm und so sonnig, dass ich mich entschieden habe, dass ich erst noch ein bisschen im Park rumsitze, bevor ich heimgehe und das Video schneide. Und das mache ich jetzt auch. Ich genieße noch ein bisschen die Sonne im Park und dann schneide ich das Video für euch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.